Dauerregen im Tal. Natürlicher Bierkühlschrank auf dem Berg. Und unten Schlammchaos auf den Straßen. Wie aus dem Nichts. Wir haben nur gesehen, dass da so ein Mordsdreck war. Und Sturm. Und auch wenn das Ding hier betröppelt aussieht, tatsächlich ist dieses Buschwindröschen eine ziemlich clevere Pflanze. Zumindest was ihre Strategie gegen Regen angeht. Warum die Pflanze clever ist, das erklären wir euch in Das Thema, euren exklusiven YouTube-News aus Hessen. Außerdem schauen wir auf die negativen und auf die positiven Auswirkungen des Landregens. Doch wie kommt Landregen eigentlich zustande? Das bedeutet, dass warme Luft langsam über kalte aufgleitet und dabei wird sie langsam angehoben. Es kommt zu gleichmäßigen und großflächigen Regen über ein größeres Gebiet und das ist genau das, was Land- und Forstwirte so mögen. Wir fragen für euch beim Förster nach. Peter Rodenfels arbeitet im Frankfurter Stadtwald. Nach den Klimaschäden in den vergangenen Jahren hat er hier im Herbst angefangen, mit Setzlingen wieder aufzuforsten. Wichtig, die kleinen Pflanzen, die sind jetzt frisch hier in ihrem neuen Zuhause und haben eben noch nicht so ein ausgebildetes Wurzelwerk. Von daher ist es gerade bei uns auf unseren Sandböden besonders wichtig, dass immer viel Wasser für die Pflanzen verfügbar ist. Und gerade jetzt, wo die Natur aus dem Winterschlaf erwacht und jetzt anfängt zu explodieren, brauchen die eben auch viel Wasser. Auch wenn es derzeit ordentlich regnet, es reicht bei weitem noch nicht. Man sieht, es staubt stark, also im März hat es nicht sehr viel geregnet. Während sie hier über jeden Tropfen glücklich sind, kam hier innerhalb weniger Minuten viel zu viel runter. Kein Landregen, dafür heftiges Unwetter in Kirchheim und Niederaula. Innerhalb weniger Minuten sind viele Straßen voller Schlamm. Die Feuerwehren sind im Einsatz und verhindern Schlimmeres. Sind die besten, die Feuerwehr. Die muss man immer loben und brauchen wir immer. Einige hundert Meter weiter oben auf dem Feldberg brauchen sie derzeit den Räumdienst. Ordentlicher Wintereinbruch im Taunus. Wirklich gemütlich ist es nicht. Ein paar Leute treibt es wegen des praktischen Kühlschranks dennoch auf den Berg. Und andere gerade wegen des Wetters. Wir sind extra wegen dem Schnee hier hoch, weil wir sind Meteorologen. Wir haben gesehen, dass es heute hier ordentlich schneit und wollen dann nochmal richtig den Winter hier erleben. Von der sprießenden Natur im Frühjahr ist hier nichts zu sehen. Womit wir bei der cleveren Blume wären. Denn den Kopf lässt sie nur bei Regen hängen. Normalerweise sieht sie so aus. Um die Blüten zu schützen vor Kälte und Nässe, schließt sie nachts und bei Regen eben die Blüten und blickt nach unten. Hier im Botanischen Garten in Frankfurt, wo die Blume den Regen vielleicht doof, die Gärtnerin ihn aber gut findet. Natürlich freuen wir Gärtner uns über den Regen jetzt. Also durch den warmen, trockenen März sind die Pflanzen quasi in den Startlöchern. Warten nur darauf, dass es endlich losgeht. Es war ja dann auch nachts im März auch noch sehr kalt, also wir hatten ja auch Frost. Dann stocken die Pflanzen natürlich, wissen, dass sie besser nicht austreiben, weil sonst der Frost ihnen das Leben wieder schwer macht. Jetzt regnet es erstmal. Nach mehreren Jahren mit wenig Niederschlag steckt die Trockenheit tief in den Böden. Der derzeitige Regen wird die Grundwasserpegel aber wohl kaum steigen lassen. Für die Vegetation bringt es auf jeden Fall etwas. Für die Grundwasserneubildung ist das sehr minimal, was da passieren wird. Unser System, können Sie mal davon ausgehen, bei unseren Untergründen, dass wir 3 Jahre lang benötigen, um einen Ausgleich wieder hinzubekommen. Der durstigen Natur wird der Regen aber genug Energie geben, aufzublühen, wenn die Temperaturen denn dann mal steigen. Hier im Botanischen Garten in Frankfurt soll es dann sehr, sehr bunt werden. Auch wenn das bei diesen Bildern derzeit irgendwie nur sehr schwer vorstellbar ist. Wie findet ihr dieses Aprilwetter im Moment? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn ihr mehr News aus Hessen wollt, lasst einfach ein Abo da.